Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, hier zu einem neuen richtig fetten Elden Ring Video. Heute möchte ich euch einen ganz besonderen Talisman vorstellen. Ich suche ihn euch mal eben schnell raus, und zwar den Talisman aller Schmelztiegel. Er gewährt die Effekte aller Schmelztiegel-Talismane. Es ist ein ganz besonderer Talisman, der viele Effekte vereint. Und zwar verringert erlittenen Schaden durch kritische Treffer und Kopfschüsse und verbessert die Effektivität von Ausweichrollen und Schritten zurück. Ein richtig dolles Ding, aber es erhöht auch den erlittenen Schaden in allen Situationen. Also den Talisman sollte man wirklich nur nutzen, wenn man das Ausweichen perfektioniert hat. Aber wenn man es kann, dann ist es auf jeden Fall ein richtig fetter Bonus. So, wo sind wir hier? Wir sind hier beim kleinen Viaduktturm. Der ist hier am Ende quasi von dem Schattenbergfried, wenn man hier über diese wunderschöne Brücke gegangen ist. Hier im kompletten Endgame-Gebiet, ganz hier oben. Falls ihr bis hierhin schon gekommen seid, dann zeige ich euch jetzt, wie ihr zu diesem ganz besonderen Talisman kommt. Falls ihr schon weiter seid als das hier, und zwar hier an der Brücke oder vielleicht sogar schon hier, dann könnt ihr gerne skippen, weil ich werde die einzelnen Schritte unten in die Timeline vom Video reinpacken. Gut, als allererstes für die Leute, die jetzt nicht geskippt haben, wir reiten hier durch dieses wunderschöne Waldgebiet und kommen hier gleich an einer Ruine an. Und ja, die Ruine ist ein bisschen schwierig, also sieht halt vieles gleich aus. Hier den glitzernden Burschen würde ich euch empfehlen mitzunehmen, da ist immer ein Fragment dabei. Ja, hier sieht vieles gleich aus, man kann sich sehr, sehr schnell verirren. Hier einmal runter droppen lassen, einmal aufpassen, ne? Also kurz hier vor einmal abspringen, dann kriegt man nur ein bisschen mehr Schaden. So, genau, dann einmal hier durch das Tor bei den Schnecken. Hier kann man sich nochmal runter droppen lassen, hier bei diesem Luftstrom. Dann einmal hier nach links gehen. Dann nochmal nach links. Und schon sind wir draußen. Hier eigentlich nur noch diesem Kanal quasi folgen, diesem Wasserkanal. Hier vorne ist ein etwas stärkerer Gegner. Wenn ihr den nicht besiegen wollt, haltet euch hier am besten links, dass er nicht den Fokus auf euch bekommt. Ja, und schon wären wir hier an dem ersten Ort der Gnade. Das heißt, wir sind jetzt hier, uralte Ruine von Rau Ost. Dann gehen wir von hier aus über die Brücke. Hier müsst ihr immer aufpassen, da hinten ist so ein Ofen, so ein Elite-Ofen. Am besten rennt ihr von Anfang an direkt hier durch. Hier sind keine besonderen Items, die ihr hier finden müsst. Und wenn, dann könnt ihr euch die Items auch holen, wenn der gute Ofen tot ist. Weil der hat so eine Aufstehanimation, und wenn er dann einmal aufgestanden ist, dann spammt er die ganze Zeit so einen riesigen Feuerangriff. Sehr nervig. Also am besten direkt einmal durchrennen. Dann hier, wenn ihr bei dem Ofen angekommen seid, ich habe den jetzt schon besiegt, einmal durchrennen, weil direkt hinter dem Ofen habt ihr nochmal eine Gnade. Die würde ich mir zuerst holen, bevor ihr den Ofen bezwingt. Weil falls ihr ihn nicht first tried, ist es halt nervig, nochmal über die Brücke gehen zu müssen. Gut, hier wären wir jetzt an der zweiten Gnade, die wir erreichen an der uralten Ruine von Rau West. Von hier aus gehen wir einmal hier hoch. Diese komischen Bälle, die gehen erst nach links und dann gehen sie so nach rechts weg. Also erst links halten und danach nach rechts gehen am besten. Hier kommen noch mehr von diesen Bällen. Einfach hier dann links halten und hier nochmal rechts halten. Und hier haben wir dann so einen Fahrstuhl, den müssen wir einmal benutzen. Und jetzt kommt eigentlich so der schwierige Part. So, ich aktiviere immer den Fahrstuhl nochmal. Oh, jetzt hat er sich nicht aktiviert. Genau, und zwar, jetzt würde ich euch empfehlen, vom unserem Ross runter zu gehen, und jetzt müssen wir uns hier einmal runter droppen lassen. So,
So, wenn man hier runter guckt, hier unten habt ihr noch ein Item, das könnt ihr euch auch gerne holen. Ansonsten, wenn ihr das nicht haben wollt oder wenn ihr das vielleicht sogar schon habt, einfach hier runter droppen lassen. Dann diesen Steinpfad hier einmal folgen. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass hier an so einer abgelegenen Stelle noch ein Item auf mich wartet. Aber was soll man machen? Genau. Jetzt sind wir auch schon fast da. So, hier können wir einmal unser Ross holen und einmal hier rüberspringen. Dann würde ich raten, hier einmal zu heilen. Das hier kann man auch ohne Ross rüberspringen, aber ich mache das immer mit dem Ross und dann hier nochmal runtergehen, weil ich mag das nicht mit dem Ross zu navigieren. Da ist die Chance sehr hoch, runterzufallen und ich spiele immer ganz gerne auf Safe. Hier haben wir nochmal so ein paar Gegner, die können wir eben mitnehmen. So. Dann einmal hier nach hinten gehen. Hier haben wir so ein Fenster, so eine Tür, so ein Tor, was auch immer. Dann hier rein. Und jetzt gleich sind wir hier in so einem Zwischenraum mit einer Truhe. Ich blende euch jetzt mal ganz kurz hier ein, wie ich die Truhe öffne, weil ich habe es mir ja schon geholt. Und ja, dann seid ihr jetzt stolzer Besitzer vom Talisman aller Schmelztiegel. Gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn euch solche Videos gefallen, solche Guides, lasst doch einen Daumen nach oben da, kommentiert fleißig, lasst ein Abo da, tut euch nicht weh, mich würde es supporten. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr noch andere Videos sehen wollt, andere Guides oder so. Fällt euch vielleicht was ein, was ich für euch machen kann. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein!